So, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir befinden uns in der wunderschönen Stadt. What do you do for a living? Ich war gerade hier gestanden vor Arkadasch Kebabhaus. Ja, weil ich habe auf Instagram ausgefragt, hey, bester Döner, dies, das. Und viele Leute haben mir den hier empfohlen, haben mir seinen Spezial empfohlen, haben mir Jungos empfohlen und Hatay Dürüm und Erdi. Ich will, dass ihr in den Kommentaren jetzt auf jeden Fall nochmal mitentscheidet und sagt, hey Randy, den hier musst du video-wise auch abchecken. Und dann werde ich das im Laufe der nächsten Wochen, Tage, wie auch immer machen. Heute wird es aber der nicht sein, sondern wir werden was anderes abchecken. Das erfahrt ihr gleich. Viel Spaß in dem Video. Gesagt, wie ist es eigentlich jetzt berühmt zu sein? Ist nicht gut. Bayerischer Rundfunk hat ein Interview von Kahn und Badern und so gemacht. Ich habe mitbekommen, ein Freund hat es neben mir ja, inhaliert, konsumiert. Sehr viele Jugendliche. Ballon laufen. Ja, also. Meine Jungs haben mit sowas auf jeden Fall nichts zu tun, aber die wurden einfach dargestellt, als würden die das Zeug nehmen. Also wirklich komplett krank. Bayerischer Rundfunk, ihr seid richtig schlimme Finger. Ich würde dich auch verklagen an eurer Stelle, ich sage ehrlich. Daher würde ich was machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, vor circa 1,5, 2 Jahren war das mein letztes Video in München, das ich gedreht hatte, bevor ich nach Wien gezogen bin. Und da habe ich das Restaurant, das heißt Sada Restaurant hergezeigt. Das sind so meine Lieblingsspieße. Einfach, du kriegst cleanes Gemüse, dein Fleisch, das gut gewürzt ist und schmeckt und baust dir deinen eigenen Rap, deinen eigenen Dürüm. Und heute schauen wir zu einem Laden. Ich habe letztens gestreamt auf Twitch und wir waren bei Jungos. By the way, Twitch könnt ihr hier einmal reinfolgen. Da haben mir Zuschauer empfohlen, die gerade vorbeigegangen sind, Hatay Dürüm soll so krasser Döner sein, aber dort sind halt Spieße, hauptsächlich Spieße. Und das werden wir heute abchecken. Also ich bin ja früher so Inline-Skates gefahren, gell? Ja, ja. Hier ist der krasse Skatepark für München. Ich schwöre, ich liebe den. Ich kenne den. Bei der Feuerwehr heißt der oder so. Ja, Randy war mal früher Skater. Und da war so ein Pro, den habe ich immer gefeiert, Daniel Pratt. Das ist ein geiler Park. Aber die Kinder skaten auch heutzutage nicht mehr. Skater waren nie beliebt. Leider. Doch, Bruder. Ja? Bruder, seit Justin Bieber Skater war Number One, Digga. Vans. Ja, okay. Diese Surfer. Der Style, aber Skater an sich sind nie beliebt. Skater waren bei uns nicht beliebt, Bruder. Aber die hatten, ich sag so, Skater waren auf den besseren Hauspartys als wir. Ja, Mann, was ist los mit denen, Digga? Sollen wir mal einladen? Ich hätte jetzt einfach Skater gerade zu Goats machen. If you wanna see me, the one is on me. Wir sind auf jeden Fall in Sendling. Ich bin gerade 18 Grad, das Wetter ist nicht so geil, aber es sieht trotzdem schön aus. Es war noch den ganzen Tag grau, jetzt geht's. Hatay Dürüm, wir kommen jetzt. Best Döner und Falafel haben sie mir auch vorgeschlagen. Der Laden sieht aber süß aus, Ladies and Gentlemen. Aus der Syrien. Ja. Bist du aus Syrien, oder was? Ja, ja, aus Damaskus sogar. Ach, krass. Ich war 10 Jahre jetzt nicht dort. 10 Jahre? Ja, Bruder, ist auch viel Stress dort und so, aber es ist trotzdem wunderschön, man kann nicht sagen. Dürftet ihr eigentlich filmen? Habt ihr nicht Genehmigung? Von wem? Von der Regierung, oder habt ihr einfach so gefilmt? Nee, Bruder, wir haben ja nichts Böses gemacht, wir haben einfach nur Essen gegessen. Ja, Bro, das denkt ihr, aber... Bruder, das ist nur Fake-Erzählung. Stopp, kannst machen, was du willst. Das ist voll entspannt gewesen. Aber er wurde von niemandem aufgehalten oder so. Einfach gar nichts. Gar nichts, voll entspannt. Okay. Wir sind auf jeden Fall da, Hatay Dürüm. Es ist drin so krass dunkel, deswegen ich werde auf jeden Fall draußen sitzen wollen. Wir schauen uns gleich mal den Laden von innen an. Hier soll es so die besten Spieße geben. Habe ich gehört. Bin mir aber nie sicher. Finden wir gleich raus. Hi, grüß dich. Hi. Kurze Frage. Ich drehe YouTube-Videos und ich würde heute bei euch ein bisschen was essen. Wir würden uns draußen hinsetzen. Ist das okay für euch, oder? Ja, ist okay. Ja? Ihr müsst halt nur bei Krieg eine Bestellung hier vorne. Nein, nein, Schäfer. Hey? Kannst du noch mal sagen? Ich drehe YouTube-Videos. Ja. Okay, na klar, sehr gerne. Sehr cool. Falls ihr irgendwas Bestimmtes filmen und sagt gerne Bescheid, dann ansonsten tut dich auf. Also, Ladies and Gentlemen, hier ist die Karte. Damit ein bisschen Grafikfehler. Manchmal kommt er. Wartet. Da ist er. Ich würde sagen, es gibt auch Teller. Es gibt auch Teller. Auf was haben wir aber Lust, Bruder? Ich kann es nicht mal lesen. Komm, du kennst dich aus. Ich habe Tavuk gegessen. Hühnchen. Okay. Und ich habe auch Hatay, ganz normal. Das ist mit Hackfleisch. So ja, dann ist es eh easy. Dann nehmen wir einfach zwei so Spieße direkt. Ist das richtig scharf? Ich finde schon. Für mich war es richtig scharf. Ja, Bruder, aber du kannst doch kein Schaf essen. Wollen Sie ein bisschen Pfeffer? Wollen Sie ein bisschen Salz? Ja, und noch mehr? Ja, ja. Und eine Pommes. Wollt ihr dann eins gleich als Menü nehmen? Da wäre Pommes. Okay. Ja, machen wir so. Ein Schaf. Ich habe gehört, bei euch ist richtig scharf, gell? Scharf. Ein Normalschaf. Ich will mal wissen, wie scharf das ist. Und ein wenig scharf oder kein. Wenig. Hähnchen oder? Mach Hackfleisch mit viel Schärfe. Da aber viel Schärfe drin. Das ist einmal türkischer Pulver, plus da kommen scharfe Paprika, also Chilis rein. Ja. Und nochmal ein spezielles Pulver, das ist nochmal. Lass gut sein, Bruder. Nein, 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 wir wollen das genießen auf jeden Hähnchen Fall. Hähnchen bitte mit wenig Schärfe. Ich nehme jetzt in dem Fall das raus, ich weiß nicht. Es wird jeden Tag frisch zubereitet und wird dann hochgebracht. Okay. Also es wird auch selber gehackt und selber per Hand gespießt. Ja. Genauso wie das Fleisch und das Hähnchen selber geschnitten, gewürzt und zubereitet wird. Geil, okay, also krass. Es wird jeden Tag frisch gemacht
Brot, gleiche Prinzip. Wir sind halt quasi ein Familienbetrieb und alles per Hand, original. Geil. Woher seid ihr, wenn ich fragen darf? Aus Hatay, so wie der Laden heißt. Macht Sinn. Oh my God, bro. Oh, hell no. Gas, Kohlestein gemischt. Also ich denke, da könnten so richtige Grillaromen im Fleisch sein. Ich sag auch ehrlich, wie lange habe ich keinen so richtigen Spieß mehr gegessen? Es ist eigentlich das Geilere als Döner und sowas. Genau sowas. Und so viel ich weiß, sind das wahrscheinlich sogar die schärfsten Spieße, die du so in München bekommen kannst. Also schon heavy. Also hier sieht man auch, warum ich gesagt habe, dass es mir so ein bisschen Kebab-Land-Vibes gibt, weil einfach alles self-made ist. Ich glaube, nur Fleisch wird nicht selber geschlachtet, ansonsten ist alles self-made, oder? Man darf nicht sagen, was in der Soße ist, gell? Nein. Okay. Okay, das heißt, das Brot wird immer frisch eingeschmiert, dann kommt es auf den Grill, dann kommt alles rein, zusammengerollt und nochmal auf den Grill. Ja. Das Besondere daran ist wahrscheinlich die Soße, richtig? Weil es kommt aus der Stadt, wo wir herkommen. Und so wie es gemacht wird mit dem Fleisch. Das Hackfleisch kommt auch mit Lavaschbrot, das auch selbst und so wie du siehst, das Paprikamark verrieben ist. Das heißt auf Türkisch Dışsalça, das ist mehr Soße mit gegrillten Tomaten, Paprika und Zwiebeln ist halt quasi vom Geschmack her was anderes. Und das Brot macht ihr eh auch selber, gell? Alles selber. Da kommen auch keine extra Joghurt, Cocktailsoßen rein, das kommt genau so wie es ist. Das ist das schönste Geräusch der Welt. Speziell Paprika Marschsoße. Also, ich sag ehrlich, wie das Brot auch gegrillt wurde. God damn, Leute. Ja, yeah, damn. Oha, schau diese Pommes an. Sollen wir die Pfeffermühle mitnehmen? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es diese Szene ins Video schaut, aber ansonsten. Ja, ja. Ey, welcher war der Schafe aber jetzt? Hackfleisch. Ich gebe dir jetzt erstmal meine Jacke, Bro. Ich glaube, da sind zwei Pommes zu viel oder zwei Pommes zu viel. Gib mir die zurück. Das ist echt zu wenig. Ich glaube, sie sind sehr krass. Gut. Gut? Gut, Knusprig. Bist du eigentlich Fan von Ketchup Mayo Mischen? Nein. Ich hasse Ketchup. Warum? Macht Spaß. Du dich gleich übertreiben. Einmal beleidigen. Sagen, schaut aber sehr saftig aus. Ja? Ja. Das ist eine Stadt in der Türkei. Ja, aber Hatay ist berühmt für sowas, oder? Hatay Dürüm, ja, ja. Hatay Dürüm ist so ein Ding in der Türkei. Ja, ja. Welche Nummer die Stadt hat? Türken haben immer eine Nummer bei ihr. Auf Instagram oder Kennzeichen. Ja. Oder Rückennummer. Hatay ist 0176, oder? Diese Grillarme. Einer ist Normalschaf, einer ist mit. Nein, das ist Normalschaf. Das ist Hähnchen. Das ist Hackfleisch. Ja, das ist du. Ganz München, Ladies and Gentlemen, hat mir. Stimmt eigentlich gar nicht, dass mir ganz München es empfohlen hat. Und ich bin wahrscheinlich ein größerer Fan. Kirche? Danke. Auf jeden Fall bin ich ein größerer Fan wahrscheinlich von so Spießen in Lavaschbrot wie von überhaupt Dürüm-Dönern oder so. Aber das ist ja eigentlich auch eine Dürüm-Art, oder? Richtig? Egal, ob du da einen Adana-Spieß reinmachst, ist trotzdem Dürüm. Das Ding hier, sage ich euch ehrlich, gibt mir so ein bisschen Kebabland Köln-Vibes. Und in diesem Sinne. Ja, komm. Bruder, auf was wartest du? Ja, willst du, dass er noch kennt? Bist du dein Referat fertig jetzt? Eingerieben mit diesem Paprikamark, das sie selber machen. Wir haben Tomaten drin, Grilltomaten. Wir haben Basilikum. Nee, das ist kein Basilikum. Ich weiß nicht, was für ein Kräuter. Zwiebeln und das Fleisch. Ich habe den Hackfleischspieß. Das sieht man hier auch schön. Ja, der Hackfleischspieß sah sehr, sehr geil aus. Und Iso hat den Chickenspieß. Genau. Ich weiß schon, wie nervös er ist, Bruder. Ich will wissen, wie es schmeckt. Als ob sein Laden wäre. War ja meine Empfehlung, muss ja gut schmecken. Weißt du, wie oft ich das aber hatte, dass der Besitzer vom Restaurant da sitzt und mich beobachtet? So. Schlimmste Situation im Leben. Ich sage ehrlich, die Schärfe ist aber geil. Das ist so eine schöne Schaf. Aber der ist für jemanden, der nicht scharf essen kann, Bruder, ist der crazy scharf. 100%. Ich finde schon sehr geil. Willst du probieren? Ich finde den gar nicht scharf. Gar nicht? Das Einzige, was mir da fehlt, ist wirklich, obwohl der voll viel Salz drauf hat. Obwohl der nicht scharf. Ja? Aber nicht schlimm. Obwohl der schon gesalzen hat, der ist für mich nicht salzig genug. Ist der, also der ist super lecker. Brot sitzt, Fleisch ist geil, Fleisch ist schön locker. Das Gemüse drin ist on point, kann man nichts sagen. Du hast diesen Dürüm auseinandergenommen, Bro. Wiederbeleben. Ich weiß, was du sagst, du hast einfach stabile Seitenlage in Dürüm oder er meckert. Boah, ist aber schwierig zu sagen, ob der mir besser schmeckt oder Sara, bin ich ehrlich. Ist schwierig zu sagen.
Fresher. Besser, gell? Das ist Hack. Chicken ist. Ey, irgendwie ist der schärfer, oder? Einfach so. Hast du gesehen, wie das Hähnchenfleisch geschnitten hat vom Spieß, wie es zerfallen ist? Das Messer ist aber besonders scharf. Echt? Er hat wirklich. Einmal nur so. Er hat so hingehalten gefühlt. Was krass ist, man schmeckt Grill, man schmeckt alles raus, ist on point. Ich habe aber am Anfang des Videos gesagt, dass die Leute sagen sollen, falls man den probieren soll. Und wenn nicht, schickt ihr mir einfach einen anderen Dönerladen in München, weil es wird wieder Zeit. Djangos kennen wir, Sendling Spezial kennen wir. Aber das Ding hier ist auch sehr, sehr geil bis jetzt. Taugen dir eigentlich grundsätzlich Zwiebeln? Mhm. Ist das der Schafe? Ist scharf? Sag nicht, ist nicht scharf, weil du bist ganz scharf essen, aber. Das ist genau richtig. Aber ich habe ganz anders erwartet. Ich habe erwartet, dass dieses Ding so übertrieben nach Soßen und bla bla bla. Es schmeckt voll natürlich. Du schmeckst Grill, du schmeckst Fleisch, du schmeckst Gemüse, Brot, fertig. Grillaroma? Ja, Grillaroma. Schmeckt das ist manchmal sogar zu heavy sogar, finde ich. Ich finde es richtig geil. Ticken Chicken besser. Ist geiler. Nochmal einen Ticken besser. So, wo beißt man rein? A, B oder C? Ich sag ehrlich A. Entweder A oder C, um nochmal zu verbessern. Schau, ich erkläre dir jetzt. Erklär. Ein Egoist, der gleich weitergibt. Der bei Safe A. Nein, C, weil hier ist Fleisch. Ah, okay. Nur noch Gemüse. So ein Fair Play, so, der beißt jetzt hier ab, danach kannst du hier beißen. Aber Bruder, wo soll ich jetzt beißen? Bruder, einfach zweimal. Einmal A und C. A, B und C. Oder du machst einfach diesen. Ja, genau. Rumstülpen und. Das mach ich auf gar keinen Fall. Ja, ja. Dem gehört diese Fanta Exotic. Boah, nee, schmeckt katastrophal süß. Aber die Fanta Exotic außerhalb von Shisha Bar zu bestellen ist auch eine harte Brechung. Fazit zu den beiden Teilen ist, man schmeckt, dass es so self-made ist und es schmeckt sehr natürlich. Ich schwöre euch eins, es wird viele Menschen geben, die sagen, boah, nee, der ist nicht so geil. Und dann gehen sie woanders ein essen, wo sie so 900 Soßen reinmachen, übelst viel Gewürz und sagen, der ist geiler. Das Ding hier schmeckt gesund, nachdem gehe ich ins Gym ohne schlechten Gewissen. Oder esse den auch so nach dem Gym. Wenn man mir den blind geben würde und man hockt mich 3 Stunden in den Flieger und ich lande wieder hier, könnte auch in Istanbul sein. Würde ich nicht wissen. Und dann finde ich, dann weiß man, okay, ist ein gutes Ding. Super! Ich bin gerade sehr, sehr stolz auf München. Ich muss immer unterscheiden zwischen Fastfood und Junkfood. Für mich sind Döner und Kebabs und Dürüms und sowas sind für mich Fastfood. Und Junkfood ist so Burger King, McDonald's. Das ist Trashfood eigentlich. Das hier ist Essen mit Qualität und ich finde, man hat es geschmeckt. Man hat alles Gemüse einzeln rausgeschmeckt. Man hat den Grill persönlich rausgeschmeckt. Das Fleisch hat geschmeckt und das Brot hat geschmeckt. Wichtigste Frage ist immer, würdest du wiederkommen? 100%. Würdest du deinen Freunden empfehlen? Nein, nur gute Freunde. Ja, okay. Nur gute Freunde. Die schlechten schickst du wohin? Das kann ich nicht sagen. In diesem Sinne, lasst ein Like und einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Zu leid, ist aber mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Danke euch, ja. War sehr, sehr lecker. War sehr, sehr lecker, ehrlich. Sehr, sehr gut geschmeckt. Danke. Ich nehme euch das gleich mal danke, ab. Danke. Ich hoffe, es hat euch aber auch wirklich gefallen, gell? Ist nicht selbst gemacht. Nicht dazu sagen. Alles andere. Nein. Okay. Dankeschön. Danke. Wir haben jetzt deinen Kanal jetzt mal kurz angeschaut. Die dachten erst, das will der Schaden. Alter. Jetzt haben die kurz geschaut. Hier saßen vorher Jungs, die hatten keinen Tee. Aber die hatten dafür diese grüne Rakete hier am Laufen. Ich kann mit diesen Prozent einfach gar nichts anfangen, gell? Ja, gell? Ich wüsste jetzt gar nicht. Ihr trinkt auch keinen Alkohol. Siehst du den Unterschied? Wenn ich sage, ich lutsche etwas, ist nicht so, wie wenn ich sage, ich lutsche etwas. Mit denen? Der Hoodie sieht einfach aus, als würde ich zu dem Wetter gehören. Gau.